19. April, morgen um 7:30 Uhr. Das ist der Leuchtturm, wo das Matthäus im Bad Ragaz wartet auf einen Abtransport Richtung Guschenkopf. Der erste Leuchtturm am Alperi, notabene eben Strahlkraft, von der Ausstellung Bad Ragaz am 5. Mai eben dann eröffnet wird. Wir haben gewartet auf den Abtransport von dem ersten Leuchtturm. Hergestellt ist der von SLS Illusion Konstruktion Schwerzenbach. Eine Dreischichtkonstruktion aus Fichten, begehbar mit einem Stufenpodest und einem Guckloch. Er soll dann auch leuchten, auch das sehen wir dann noch. Ja, und dann haben wir geschaut, wo kommt der Heli her, was geht es so ab. Und dann hat sich etwas zu, aber es war noch gerade der Käppeli gewesen. Der hat andere Aufgaben rund natürlich um die Ausstellung um die 7. Triennale von Bad Ragaz herum. Der Leuchtturm ist angestrahlt worden vom sanften Frühlingslicht, das langsam eben auf Matthäus abgeschoben hat. Der Transport also liegt unter einem guten Stern. Und im guten Stern auch der Start von Pizol in Summerine. Das sind Revisionsarbeiten. Und dann ist er gekommen, der Helikopter. Ihr wisst, das geht immer Knall auf Fall. Man wartet, dann gibt es einen Funkkontakt und blablabla, dann ist der Helikopter einmal da. Ja, genau gewusst, wenn der jetzt hier runterkommt, es ist ein Kiesplatz, dann stützt es. Dann muss ich aufpassen. Es ist immer das Gleiche und ich immer wieder interessant. Der Helikopter kommt, die Dune wartet und dann wird der Haken angehängt und dann geht es ratzfatz und ist das Ganze weg. Und natürlich muss man sehr, sehr nah am Boden runter, um den Haken eben einzuhängen und dann eben stützt es, wie ihr hier jetzt seht. Und dann sind wir weggesprungen. Ja, hat man dies und wenig wackelige Bilder gegeben, natürlich, das ist logisch. Und der Leuchtturm, der ist jetzt eben in dem sanften Frühlingslicht nach Süden Richtung Guschenkopf transportiert worden. Es geht einmal sehr, sehr schnell, das ist alles sehr gut vorbereitet und dann ist es eben losgegangen. Wäre das nichts für dich, Manuel? Ja, das ist doch Wenn er macht einen Fehler, weißt du, ein bisschen. Ja, wie wir machen einen Fehler, dann hat er auch ein Problem. Ja, ich weiß schon. Er hat nichts gesagt, Gewicht. Mal? Stimmt. 1600, so wie er jetzt ist. Das ist schwer wie der Christo, weißt du? Nein. Aber er hat gesagt, 1400, gell? Christo wäre 1400. Was, 1600? Ja, so wie er jetzt ist. Als Holz? Ja, aber. Und das Kreuz ist schon Metall, das andere ist mein altes Holz. Ja, das andere ist Holz und etwas Poly ist drin. Ein grosser Kantos drin. So. Ja. Ja, schnell! Du, eine Viertelstunde ist die Übung durch. Da oben sind die Löcher gross genug. Ja, also, der oben leuchtet er in der Nacht, oder was? Ja, der leuchtet dann, ja. Der kriegt den Gisch, also dies ist jetzt noch dran, am Fuß runter. Aha, gut. Er hat gestern haben wir angefangen, Kabel oben runterzuziehen. Es sind 400 Meter Kabel, die vom Guschenkopf abnehmen. Und dann schliessen sie es da unten an. Ja. Gott, alles immer sehr, sehr schnell. Wir haben natürlich das gefunden, gefilmt und haben gesehen, tatsächlich, 20 Minuten später war er da oben. Die Schnecke, das zeugt eben von dieser 7. Triennale, die jetzt am 5. Mai anfängt, bis in November hineingeht. Und zwischen den Fühlern von dieser Strecke, da ist es eben ein ganz spezielles Gefühl. Der erste Leuchtturm am Alperi auf dem Guschenkopf. Der Guschenkopf ist ja ohnehin ganz ein bekannter Punkt, der nicht zuletzt eben dank dem Standort von Christo, wo bei der 6. Triennale dort am Guschenkopf gestanden ist und jetzt eben auf Wartenstein steht. Ja, also diese Schnecke, die haben es in sich. Schnecken gelten ja als langsam. Aber ich denke mir, das ist auch gut, wenn man Zeit hat für die Ausstellung, die eben am 5. Mai anfängt, bis am 4. November und wo eben auch Führungen stattfinden. Freut euch darauf!